Moin moin und herzlich willkommen zurück. Was war das? Ja, willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Und wir sind hier immer noch in Blackgate. Wer kommt da jetzt? Noch ein Geist. Nee, ein Zombie. Okay. Zombie has nothing. Ja, und wir suchen hier jetzt in der zweiten Ebene. Wir gehen aber hier rum. Nach, keine Ahnung, weswegen wir hier nochmal hin sind. Auf jeden Fall irgendwas für so einen König müssen wir suchen. Wir gehen aber erstmal einfach nur straight geradeaus. Das war's mit straight geradeaus gehen. Dann gehen wir mal hier rum. Und hoffen wir mal, dass wir es irgendwie finden. Oder vielleicht noch ein paar Schätze. Ich habe irgendwas gehört. Ist aber nichts da. Komm. So, den können wir mitnehmen. Können wir alles sogar mitnehmen. Hier ist aber keine Tür mehr. Okay. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Boah. Der hat mich echt erschrocken. Aber zum Glück schreie ich nicht so wie diese ganzen Streamerinnen und so weiter, wenn da irgendwas Gruseliges passiert. Oh ne, jetzt sind wir diseased. Okay. Wir sind diseased. Aber war zu erwarten, dass wir früher oder später irgendwann diseased sind. So. Aber ich muss eins sagen. Dieser Dungeon ist definitiv leichter als das in Blackmarsh. Hier geht's nicht weiter. Okay, ist er wieder auferstanden? Ne? Da haben wir den. Den Übeltäter. So. Hier geht's auch nicht wirklich weiter. Ich dachte schon, das wäre eigentlich die südlichste Mauer hier. Aber nee. Sieht verdächtig aus. Wo ist der? Jetzt ist er nicht mehr. Ach, die Schockresistenz läuft noch. Okay, hier geht es auch nicht weiter. Doch, wir könnten da rein theoretisch schwimmen. Wollen wir es mal versuchen? Wollen wir es mal riskieren? Komm, lass mal machen. Jede Wette, da sind gleich irgendwelche Geister, die mir den Weg versperren. Aber es ist mir hier drunter zu schwimmen sicherer, als oben rum den Monstern entgegenzulaufen. Vor allem, wir könnten auch mal wieder hier Stamina voll machen. Ich frage mich aber auch, warum die das nicht andersrum gemacht haben, dass grün Stamina ist und rot Leben. Weil ich kenne das halt auch, zumindest aus moderneren Spielen, nur so, dass rot Leben ist. Oh. Hier geht schon mal hoch. Was haben wir hier gefunden? Eine Tür haben wir gefunden. This is magically held locked. Okay. Tür. Wichtig. Machen wir so. Dann wissen wir, dass wir hier nochmal herkommen müssen. Dann schwimmen wir mal irgendwo anders hin.
Ich glaube, dahinter ist es. Dann heißt das, wir müssen einen Schlüssel finden. Irgendwo hier ist ein Schlüssel, den wir dafür brauchen. Geht es da irgendwo weiter? Auch nicht. Gut, dann schwimmen wir hier erstmal geradeaus weiter. Oder warte mal. Es ist ja hier. Hier haben wir den Raum. Da muss der Hammer dann sein. Gehe ich von aus. Oder wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendeinen Schlüssel finden. Wo. Und da drin ist noch ein Schlüssel. Wir sind eh schon diseased, also ist uns jetzt egal. Ja, komm. Ich hau euch alle kaputt. So, nochmal Heiltrank. Und. Viel Ding. Ach, hier geht's auch nicht weiter. Ja, super. Toll. Kann ich nochmal zurückschwimmen. So, dann schauen wir mal. Dass wir vielleicht zuerst nochmal zurückgehen und dann genau hier zurückgehen und dann hier mal gucken, vielleicht finden wir hier irgendwas. Vielleicht gibt es noch mehrere Eingänge oder sowas, kann auch sein. Oder mehrere Schlüssel. Sind wir richtig? Ja, hier sind wir richtig. Dann hier nochmal nach Norden. So, jetzt mal schauen, wo müssten wir hier nochmal entlang? Genau. Hier dann nach links. Und dann gleich irgendwo hier rechts. So, okay, wo ist der Troll? Ja, warum muss er mir hinterherlaufen? Ein Packler. Kannst du behalten. So, der muss hier irgendwo sein oder ist er hinter mir? Nö. So, wir gehen erstmal nach Süden. Oh. Hier ist ein Toter. Ein Bracelet hat er. Nein. So, dann können wir wieder was wegschmeißen. Das, nein. Das zum Beispiel können wir droppen. Den hier zum Beispiel auch weg. So, was haben wir noch zum Wegschmeißen? Den brauchen wir nicht. Okay, passt. Hallo. So, Bracelet. Können wir gut verkaufen wieder mal. Das ist mir neu, dass es solche Skelette auch gibt. Können wir da irgendwie looten? Hier gibt es wieder Wasser. Und wir machen vielleicht mal Levitation. Das Wasser kommt mir auch sehr verdächtig hier vor. Ja, wir gehen mal dahin. Wir haben noch eine Tür gefunden. Sind die miteinander verknüpft oder? Tür wichtig?
Sind die miteinander verknüpft? Oder sind das zwei separate Räume? Und ich muss irgendwie hier einen Schlüssel finden, das für die öffnet oder andersrum oder so. Und hier drinne als Beispiel ist dann noch ein Schlüssel. Und dann ist irgendwo hier hinten vielleicht noch ein Gang, wo noch ein Schlüssel ist. Das wäre genial. Dann wäre man zwar gezwungen, hier die ganze Kacke hier zu durchsuchen, aber das würde ich dann wiederum feiern. Weil um in den Raum zu kommen, wo dann die Dingens hier, das Item ist, das man braucht, dass man da mehrere Wege gehen muss oder mehrere Schlüssel braucht. Was wird das? Wo ist der Troll? Komm. Boah. Der hat mich jetzt echt erschrocken. Okay. Kann ich eine Bombe hinlegen, damit es aufgeht? So. Haben wir wieder ein bisschen was? Ich habe den Verdacht, wir müssen hier auch noch lang. Aber solange wir noch im Schweben sind, gehen wir mal vielleicht erstmal Richtung Norden. Egal, wir gehen trotzdem erstmal in Richtung Norden. Machen hier nochmal ein Safe Game. Auf die 4 diesmal. Ich trinke eben noch ganz schnell. Kurz Pause. So, dafür mache ich auch 2 Minuten länger. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich will aber das hier aufmachen. So, wir gehen jetzt mal da rum. Schwimmen runter her. Ah, okay. Neuen Raum. Neuer Schatz. So. Nein. Wir müssen wieder was wegschmeißen. Hier, das können wir wegschmeißen, droppen. So, was haben wir noch zum Wegschmeißen? Okay, nicht wirklich was. Versuchen wir jetzt noch einmal den Mark. Den können wir aber nicht mehr mitnehmen. Dann ist es halt so. Verzieh dich, komm. Natürlich. So, jetzt brauchen wir noch mal wieder Healing und Shielding. Dann gehen wir hier mal rein. Also ich bin jetzt wirklich hier auch auf der Suche nach Schlüssel. Weil kann ja sein, dass wir jetzt wirklich dafür Schlüssel finden müssen. Wo ist der Troll? Bestimmt hier drin, ne? Ja. Okay, wo sind wir wieder? Komm, weg mit dir. Ach nö, komm. Egal, dann scheißen wir drauf. Komm.
So, kommen wir an den ran? Ja. Jetzt brauchen wir wieder Healing. Und nochmal Healing. So, dann hier auch nochmal ein Safe Game auf die 4. Ich muss das immer machen, weil OBS mir jederzeit abschmieren kann. Und ich da wirklich Angst vor habe. Genau. Ah, ein Eisengolem. Wo kommt der denn auf einmal her? Aber ich hoffe, der hat Geld mit bei. Weil die Dinger haben immer meistens so zwischen 60 und 140. Der hat nichts. Hier ist aber noch eine Tür. Aber wo ist denn da? Der ist dahinter. Drei Räume haben wir bisher gefunden, wo wir einen Schlüssel brauchen. Ich gehe von aus Schlüssel. Tür wichtig. Ich gehe wirklich von aus, dass das drei verschiedene Räume sind. In einem ist der Schlüssel für den nächsten Raum. So als Beispiel der für den, der für den. Und hier drinnen vielleicht ist noch ein Schlüssel, wo das Ding, was wir finden müssen, drinnen ist. Oder ist es hier drinnen? So als Beispiel, dass die drei den Schlüssel für den jeweils anderen haben. Und einer ist irgendwo hier im gesamten Kerker versteckt. Das ist meine Theorie. So, dann ist die Frage, wo wollen wir zuerst hin? Wollen wir erstmal hier Richtung... Geht aber ganz schön weit nach Norden. Ja, komm, wir gehen als erstes Richtung Norden. Mal schauen, was wir da finden. Müssen wir ja alles... Ich habe so wirklich die Theorie, dass hier genau das Erkunderherz quasi gefördert wird. Da haben wir wieder diesen Tropfen gehabt. Tropfengeräusch. Oh, jetzt juckt die Nase. Ja, genau. Bitte bleibt liegen, ja? Ich mag das nicht so, wenn die kuscheln kommt. Ich bin ja schon diseased, ich brauche jetzt wieder Stamina. Oh. Da sind die Höllenhunde. Okay, in welchem Raum? Also wir sind wieder jetzt... Super. Das hat's gebracht. Ah, hier gibt's aber noch was. Ja, genau. So, nochmal Healing. Und nochmal Healing. Liegen bleiben. Kann es sein, dass ich vielleicht auch einen Schlüssel irgendwo übersehen habe? Komm, wir schwimmen hier mal drunter durch. War das oben gerade ein Geist oder ein Höllenhund? Da ist ein... Ja. Höllenhund. Hier gibt's aber nichts. Ich habe aber so einen Verdacht, wenn wir hier jetzt weiter hochschwimmen, nach Norden. Und das sind ja jetzt ganze Gänge, die hier
quasi nur durch Schwimmen erreichbar sind. Okay, jetzt ist die Frage, wo lang? Wir können einmal in jede Himmelsrichtung hier. Fangen aber erstmal hier an. Okay, wo bist du? Komm, zeig dich. Okay, hier ist keiner. Dann machen wir als nächstes Norden. Nee, nicht Norden. Hier Westen, meinte ich. Ah, ein Ghoul. Hat man lange nicht mehr gehabt. Ja, okay, dann gehen wir erstmal durch diese Tür. This lock is an... Was? An insult of your abilities. Okay, ich glaube, das hier ist wichtig. Ich bin doch schon diseased, was willst du? Wenn das hier so abgeschlossen war... Dann ist das hier wahrscheinlich hier sehr abgeklappt. Ja, dann schwimmen wir hier hin. So, Shift J. Ich finde hier aber keinen Schlüssel. Bisher. Aber Höllenhunde. Nächste Video, wir machen eben das. Solange wir hier sind. So, welche wollen wir zuerst? Komm, wir gehen erstmal hier Richtung Norden, wo wir gerade vorstehen. Boah! Alter! Oh. Spawnt er genau vor mir, ey. Alter. Habe ich jetzt echt nicht kommen sehen, dass der genau vor meiner Nase jetzt kommt. Oh? Ist das hier vielleicht? Nee, leider nicht. Nein, wir können den auch nicht mitnehmen. Ah, das wäre so schön gewesen. Okay, hier kommen wir jetzt wegen Fliegen nicht mehr weiter. Aber da war noch ein Raum. So. Dann hier durch. So. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder am Schwimmen. Jetzt ist die Frage, wo lang? Beziehungsweise ich mache jetzt mal ganz kurz eine Pinkelpause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und dann wollen wir mal weitersuchen. Den machen wir jetzt mal eben. Und dann noch einmal den. Komm. Okay, hier hätten wir auch noch mal ein bisschen gehen können, also drunter hertauchen können. Ja, komm. Wie viel haben wir noch an Tränken?
Wir haben ordentlich wieder was verbraucht gehabt vorhin. So, wie viel haben wir? 55. Ab 40 hauen wir ab. Ergreifen wir die Flucht. Hier gibt es wieder Geister, natürlich. Und jetzt brauchen wir wieder Shielding und Healing. So. Die Mark können wir nicht mitnehmen. War ja zu erwarten. Warte mal. Das ist nicht von uns. Was macht eine Medusa hier? Ja, genau. Ich habe so das Gefühl, hier ist noch eine irgendwo. Aber wenn die jetzt auch hier ist, dann sind wir hier definitiv irgendwo richtig. Vielleicht liegt er hier auch irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich sehe keinen Schlüssel. Aber die sind auch so oft nicht zu sehen. Ah, hier in Richtung Norden geht es auch nicht weiter. Warte mal, wohin schwimme ich jetzt? Ja, egal. Wir haben hier den Bereich hier vorne auch noch nicht erkundet. Vielleicht gibt es auch noch einen Weg. Das wissen wir ja nicht. Oder ich zumindest. Das hört sich jetzt verdächtig an. Aber es ist kein Weg. Ein Eisengolem. Den machen wir jetzt kaputt. Eisengolems geben immer viel XP, deswegen. Der hat nichts, schade. So, nochmal Shielding und noch ein bisschen. Your ring is broken. Wenn der Ring kaputt ist, dann werden wir definitiv die Flucht ergreifen. Kommen wir später wieder. Wo geht's dann nochmal zurück? Raus. Hier Richtung Süden. Ja. Wenn der Ring kaputt ist, werden wir hier nicht lange durchhalten. So, dann nochmal Stamina. Auffüllen. Dann werden wir jetzt abhauen. Mit einem kaputten Ring können wir ja nichts machen. Dann suchen wir uns lieber einen Weg zurück. Und dann kommen wir später wieder. Dann werden wir mal einmal alles reparieren. Genau, hier sind wieder Skelette. Dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Auf die 4. So, wo muss ich hin? Hier möglichst weit Richtung Süden. Aus dem Weg. Ich will hier raus. Oh. Vielleicht ist da noch was drinne. Ja, genau, noch mehr Skelette.
Warum sind hier so viele Skelette? So, wo lang? Ja, hier schwimmen. Einmal nach Westen und dann nach Süden. Da haben wir Westen, dann haben wir hier Süden. Schwimmen wir hier mal drunter her. Dann schauen wir mal, wie weit wir noch nach Süden müssen. Noch ein bisschen. Wir haben kein Healing gerade. Shielding meinte ich. Aber wir haben noch Fire Resist. Okay. So. Ausgang. Warte mal. Wo war denn das? Hier. Ne, hier war jetzt nur eine Kerze. So, okay. Von hier kommen wir nicht wirklich weiter. Ich hatte jetzt kurz gedacht gehabt, vielleicht ist hier ein Schlüssel. Hätte ja sein können. Wir gehen da lang. Ja, noch ein bisschen nach Süden und dann sind wir auch schon gleich da. Und wir machen jetzt auch schon ein bisschen Überlänge, aber ich habe es ja versprochen, weil ich vorhin ein bisschen quasi länger in der Pause, also im Pausenbildschirm war. So. Warte mal. Ach so. Hier müssen wir hin. Dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game auf die 3. Jo. Healing, Shock Resist und nochmal Healing. Ach nee. So, dann nochmal Healing. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.